mit dem Herrn und immerwährende Begier. Ich will dich lieben, schönstes Licht, bis mir das Herz bricht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der uns allzeit nahe ist, er sei mit euch. Liebe Gläubige, seid willkommen geheißen zu unserer Frühmesse. Wir freuen uns über die Ministrantenschar, die heute mitfeiert. Ein großer Heiliger ist am heutigen Tag zu feiern, Ignatius von Loyola, 1491 geboren aus adeliger Familie. Er war zunächst ein Soldat und hat eine schwere Verwundung erlitten, eine Kanonenkugel, die ihm das Knie zertrümmert hat. Und in der Genesungsphase hat er zuerst noch Heldenromane gelesen und ist danach immer traurig geworden, da er das nicht mehr selber dann tun konnte. Und dann hat er Heiligengeschichten gelesen. Und dabei hat er nachher immer so einen Frieden verspürt, weil dieses Leben der Heiligen weitergewirkt hat durch die Zeiten. Und so hat er gelernt, die Geister zu unterscheiden. Was kommt vom Geist der Welt, der Eitelkeit, vom Ich des Menschen, und das macht einem keine Ruhe im Herzen. Und was kommt vom Heiligen Geist, das kommt von Gott und macht eine Ruhe und eine Kraft. Er ist dann aufgebrochen, bis ins Heilige Land gewandert, quer durch Europa, kommt ja von Spanien, und in der Stille hat er dann gelernt, die Gegenwart Gottes zu finden, Gott in allen Dingen finden. Das ist eine seiner großen Lehren gewesen, neben dieser Unterscheidung der Geister. Und er hat dann in Paris einen großen Orden begonnen. Sie haben sich besonders dem Papst zu Diensten gestellt, als Stellvertreter Christi wollten sie ihm in seiner Hirtensorge beistehen. Es ist der größte Orden geworden, den wir haben. Die Jesuiten danken wir für diesen Lehrer des geistlichen Lebens. Auch die Exerzitien gehen auf ihn zurück. Und bitten wir, dass unserer Zeit viele Männer und Frauen geschenkt sind, die lernen, die Geister so zu unterscheiden, dass der Heilige Geist durch uns wirkt, und die lernen, Gott in allen Dingen zu entdecken. Erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld, Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, schenke uns der gnädige und barmherzige Gott. Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast den heiligen Ignatius von Loyola berufen, in der Nachfolge Christi zur größeren Ehre deines Namens zu wirken. Lass uns nach seinem Beispiel und mit seiner Hilfe auf Erden den guten Kampf bestehen, damit wir auch im Himmel den Siegeskranz empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Immer wieder sendet Gott seine Propheten, um das Volk seinen Weg zu führen. Lesung aus dem Buch Jeremia. Im Anfang der Regierung Joachims, des Sohnes Joschias, des Königs von Juda, erging vom Herrn dieses Wort. So spricht der Herr: Stell dich in den Vorhof des Hauses des Herrn und sag zu den Leuten, die aus allen Städten Judas kommen, um im Haus des Herrn anzubeten, alles, was ich dir ihnen zu verkünden aufgetragen habe. Kein Wort sollst du weglassen. Vielleicht hören sie und kehren um,
jeder von seinem bösen Weg, sodass mich das Unheil reut, das ich ihnen wegen ihrer schlechten Taten zugedacht habe. Sag also zu ihnen, so spricht der Herr, wenn ihr nicht auf mein Wort hört und meiner Weisung nicht folgt, die ich euch gegeben habe, wenn ihr nicht auf die Worte meiner Knechte, der Propheten, hört, die ich immer wieder zu euch sende, obwohl ihr nicht hört, dann fahre ich mit diesem Haus wie mit Schilo und mache diese Stadt zu einem Fluch bei allen Völkern der Erde. Die Priester, die Propheten und das ganze Volk hörten, wie Jeremia diese Worte vor dem Haus des Herrn vortrug. Als Jeremia alles gesagt hatte, was er im Auftrag des Herrn vor dem ganzen Volk zu verkünden hatte, ergriffen ihn die Priester, die Propheten und alles Volk und schrien: Jetzt musst du sterben. Warum weissagst du im Namen des Herrn? Wie Schilo wird es diesem Haus gehen, und diese Stadt wird verwüstet und entvölkert werden. Das ganze Volk rottete sich beim Haus des Herrn um Jeremia zusammen. Wort des lebendigen Gottes. Ich will dich lieben, o mein Leben, als meinen allerbesten Freund. Ich will dich lieben und erheben, so Halleluja, 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 Halleluja. Das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das Evangelium, das euch verkündet wird. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit kam Jesus in seine Heimatstadt und lehrte die Menschen dort in der Synagoge. Da staunten alle und sagten: Woher hat er diese Weisheit und die Kraft, Wunder zu tun? Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria? Und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Leben nicht alle seine Schwestern unter uns? Woher also hat er das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Da sagte Jesus zu ihnen: Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat und in seiner Familie. Und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Liebe Schwestern und Brüder, wie geht es euch denn mit den Gleichnissen, die uns Jesus die letzten Wochen am Sonntag immer gesagt hat?
Das ist nämlich Inhalt seiner Lehre. Wenn wir heute gehört haben, er lehrt uns in unserer Heimat, hier in unserer vertrauten Kirche, er lehrt uns, dann ist genau das gemeint, dass wir dann wissen, was er auch uns gesagt hat, dass wir schon wissen, dass unser Leben ist wie eine Ernte, dass es immer darauf ankommt, dass wir Gutes, Geistvolles gelebt haben, das uns begleitet in den Himmel, dass wir das Verkehrte im Schmerz der Reue einmal verbrennen lassen müssen aus unserer Seele. Das ist alles Lehre Jesu gewesen. Und es heißt so schön, und es ist es bis heute, und es heißt so schön, die Leute staunen über seine Weisheit. Gerade wir als regelmäßige Kirchengeher, gerade für uns soll das auch immer wieder gelten dürfen, dass wir staunen über die Weisheit Jesu. Der heilige Ignatius, der so ein großer Lehrer geworden ist, der so viel gelernt hat, Gott zu entdecken, hat durch die Heiligen dann natürlich zu Jesus gefunden. Denn Jesus hat die Heiligen geformt und auch dann ihn, den Ignatius. Und auch bei uns ist es so. Nur wenn wir zu Jesus und seinen Worten finden, seiner Lehre, dann erfahren wir das Heil. Nicht durch die Heiligen, durch Jesus. Ignatius hat seinen Orden auch genannt, die Gesellschaft Jesu. Und sein Ordenszeichen ist das IHS. Das ist eine Abkürzung für den Namen Jesus. Aber die Leute im Volksmund haben es dann übersetzt mit Jesus Heiland Seligmacher, IHS. All das lenkt den Blick einfach auf unser Wichtigstes, dass wir Jesus haben als Lehrer für unser Leben hier auf Erden. Und es ist nicht nur Weisheit, die er lehrt, also dass er uns lehrt, was wichtig ist vor Gott und wie die Dinge wirklich sind. Er hat auch Kraft, in unserem Leben Wunder zu wirken, eben die Kraft Gottes, die dann hereinwirkt und uns hilft, uns wirklich auf ihn auszurichten. Und dann haben wir selber die Kraft Gottes. Das ist die positive Seite. Und wie gesagt, prüfen wir uns, ob wir so staunend und immer wieder dankbar über die erfahrene Kraft Gottes leben. Dann hat Jesus bei uns Aufnahme gefunden. Dann sind wir wirklich seine Heimat. Und einfach darauf achten, dass wir nicht zu denen gehören, die Jesus abtun, als, ja, kenne ich schon, ist nicht so wichtig, die Geschichten sind alt und wo er dann keine Wunder mit uns tun kann. Nicht, weil er nicht fähig ist, sondern weil wir nicht offen sind dafür. Das ist immer die Gefahr, dass es uns zu gewohnt ist und dann entfaltet er seine Wirkung nicht. Das ist ja ganz interessant, einmal zu hören, seine Familie, die er dort in Nazareth hatte. Ihr wisst das ja, wenn hier da steht von Brüdern und Schwestern, dann ist das die größere Familiensippe gewesen, die Cousins und Cousinen. Und einen kennen wir, den Jakobus, den Jüngeren, das ist ja dann ein Apostel geworden sogar. Und auch die anderen sind erwähnt, ein Judas noch einmal, ein Simon, einer. Josef und auch Schwestern. Für uns ist einfach wichtig, dass wir auch aneinander als Familie Jesu uns dann anfeuern gegenseitig. Man kann auch von den Geschwistern lernen. Man sieht, der macht das sehr gut, wie der lebt, das möchte ich auch, wie der sich an Jesus anhält, das möchte ich auch. Auch das können wir beachten. Sind wir unserer Familie ein Vorbild und lernen die unsrigen durch unser eigenes Bemühen, wie Jesus zu werden. Dann sind wir Menschen, die die Kraft Gottes bezeugen können, weil wir sie selbst erfahren. Amen. In einer kurzen Stille möge jeder überlegen, welches Wort Gottes heute uns persönlich anspricht.
Menschen staunten über seine Weisheit und die Kraft, Wunder zu tun. So Jesus Christus, der uns das Reich Gottes bringt, lasst uns rufen. Ignatius war ein Suchender. Lass jeden Menschen in unserer unruhigen Zeit neu die Bestimmung seines Lebens erkennen. Herr, erhöre unser Gebet. Herr, erhöre unser Gebet. Ignatius liebte den Namen Jesus, Gott rettet. Lass die Christen neu die spirituelle Kraft dieser Zusage entdecken und mache sie zu einer Gemeinschaft, in der Menschen Heil finden. Herr, erhöre unser Gebet. Ignatius deutet Nachfolge Christi als Dienst am Menschen. Steh allen bei, die sich in ihrem Beruf oder ehrenamtlich Kranken, Hilfsbedürftigen und alten Menschen widmen. Herr, erhöre unser Gebet. Ignatius ging bei der Ordensgründung neue Wege. Schenke unserer Kirche innovative Ideen, das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Herr, erhöre unser Gebet. Ignatius starb allein und unerwartet. Sei du bei allen, die in ihrer Sterbestunde allein sind, und tröste alle Hinterbliebenen. Herr, erhöre unser Gebet. Wir wollen auch die heutige Messintention einschließen. Ingrid Raffelseder für verstorbene Mutter Maria. Herr, erhöre unser Gebet. Wir wollen auch unsere persönlichen Anliegen einschließen, was wir uns heute am meisten von Gott erbitten. Herr, erhöre unser Gebet. Denn du bist gekommen, um uns alle zum Heil zu führen, um uns zu deinen Schwestern und Brüdern zu machen. Wir preisen dich mit dem Vater und dem Heiligen Geist in alle Ewigkeit. Amen. Ach, dass ich dich so spät erkannte, du hochgelobte Schönheit, du, dass ich nicht eher mein dich nannte, du höchstes Gut. Lasset uns beten. Gott, nimm die Gaben an, die wir am Fest des heiligen Ignatius darbringen. Heilige uns in der Wahrheit durch dieses Opfer deines Sohnes, das du zum Quell aller Heiligung bestimmt hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn und zum Gott. Das ist die Würde.
In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, himmlischer Vater, zu danken und in den Heiligen deine Gnade zu rühmen. Inmitten der Kirche berufst du Menschen, sich Christus zu weihen und mit ganzer Hingabe das Himmelreich zu suchen. In ihnen offenbarst du deinen Ratschluss, uns Menschen die ursprüngliche Heiligkeit neu zu schenken und uns schon jetzt mit Freude an den Gütern der kommenden Welt zu erfüllen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen wie aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns in der Taufe berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen mit guten Werken. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut, lass uns ihm ähnlich werden und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten besonders für unsere verstorbenen Familienangehörigen und Freunde. Nimm alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, deine Kinder,
damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, dem heiligen Ignatius von Loyola, mit allen Heiligen unserer Diözese und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns mit offenem Herzen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen, komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn in unseren Herzen, unseren Familien, unserer Welt, der Friede Jesu Christi sei allezeit mit euch. Und mit nicken wir einander zu als Zeichen unserer Verbundenheit und Versöhnungsbereitschaft. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Gottabgewandtheit in der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die Christus aufnehmen und ihm Heimat geben. Der Leib Christi erschenke uns das ewige Leben. Das Blut Christi schenke uns das ewige Leben. Christus kommt jetzt zu uns.
hast uns ihn mit seiner Kraft empfangen. Hören wir mit allen Sinnen, wen wir jetzt in uns aufnehmen durften, wer uns in sich aufgenommen hat. So spricht der Herr, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, wenn es schon brennen würde. Singen wir zum Dank. Ich danke dir, du wahre Sonne, dass mir dein Glanz hat Licht gebracht. Ich danke dir.
dass du mich froh und frei gemacht. Ich danke dir, du Güldner Mond, dass du mich machst gesund. Erhalte mich auf deinen Stegen und lass mich nicht mehr irre gehen. Lass meinen Fuß auf deinen Wegen nicht straucheln oder stille stehen. Erleucht mir Leib und Seele ganz, du starker Himmelsglanz. Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir haben das Opfer des Lobes dargebracht und danken dir, dass du deiner Kirche den heiligen Ignatius geschenkt hast. Das heilige Sakrament stärke uns, damit wir alles zu deiner größeren Ehre tun und zum ewigen Lob deiner Herrlichkeit gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Danke euch jetzt für euer Kommen und Mitfeiern der Heiligen Messe. Ich hoffe, es brennt was von dem Feuer in uns, das der heilige Ignatius geschenkt bekommen hat. Die Jugend heute so da ist. In Medjugorje beginnt heute das Jugendfestival. Trotz aller Bedrohung sind sie aufgebrochen, diesmal mehr national, um Zeugnis zu geben, dass auch die Jugend an Christus Freude findet und ihn feiert. Das möge auch uns geschenkt sein, hier am Ort immer mehr. Und wir Alten, wir dürfen es ihnen vorzeigen, dass dieses Feuer in uns brennt immer mehr. Heute ist den ganzen Tag die Möglichkeit, Jesus im Allerheiligsten, nämlich seiner Hingabe für uns und seiner Auferstehung anzubeten. Ich lade euch ein, die Stunden noch zu nehmen, die frei sind dafür. In der Stille erfahren wir am meisten die Gegenwart und die Kraft und das Heil unseres Gottes. Erbitten wir dafür den Segen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch, eure Familien, alle, die euch anvertraut sind, denen ihr das Gebet versprochen habt, denen ihr auf eurem Weg begegnet, der uns so sehr liebende dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.